So, willkommen bei einem neuen Spiel und zwar Lumina. Da wird es uns nach Ägypten verschlagen. Wir haben, glaube ich, das Jahr 1920 und wir haben eine Pyramide entdeckt. Ich musste jetzt leider ein Level wählen, da ich vorhin schon mal kurz probiert habe, ob alles passt wegen Kamera und Ton. Naja, Ton ist bei mir eh nie ganz so besonders. Auf jeden Fall hier eine Pyramide. Lumina. Könnt ihr euch vorstellen, es geht wohl um Licht und Leuchten. Spiegelkonstruktion, Prismas, was auch immer. Hier Hieroglyphen, die übersetzen wir mal schnell. Das Spiel ist leider nur in Englisch, beziehungsweise keine deutschen Untertitel oder sonst irgendwas. Ja. Ich soll umkehren. Aber nein, wir laufen weiter. Taschenlampe haben wir dabei. Sehr schön. Dann schauen wir uns mal in dieser Pyramide um. Oh nein. Okay, jetzt können wir schlecht umkehren. Wir sind abgestürzt. Unsere gute Taschenlampe flackert, aber sie ging bis eben noch. Na gut, hier der erste Lichtstrahl. Schauen wir mal hier von da oben. Ich weiß nicht, ob das die Spitze der Pyramide ist. Oder ob das einfach diese Schächte sind, die sie ja in den großen Pyramiden in Ägypten schon entdeckt haben. Die Richtung Sirius und keine Ahnung, welche Stelle, welche Sterne damit. In Verbindung stehen. So, wir können das Ding nehmen. Okay, nehmen wir es doch mal. Jetzt haben wir da unten einen so einen Spiegel, den wir platzieren können. Gut. Legen wir ihn wieder hin. Und dann schauen wir mal. Richten wir den Strahl. Na. Aus. Du kleiner Skorpion, machst wohl nichts. Oh, hat er mich gerade gebissen? Oder habe ich... Ach, ich habe versehentlich draufgetreten. Kann ich dich aufheben? Nein. Amun-Ras Licht. Gut, schauen wir mal weiter hier. Nicht so perfekt gebaut. Ich dachte, so eine Pyramide wär glatter. Ich weiß nicht, ob die Hieroglyphen irgendeine Geschichte erzählen. So. Hier ist schon wieder der nächste Strahl, wo... Machen wir vielleicht mal auf den Spiegel. Ja. Mit dem Spiegel. Was passiert eigentlich? Okay, der Skorpion, der sagt nichts. So. Du bist eine Statue. Statue. Oh, öffnen. Was haben wir denn da? Tab. Schlangen rot, Füße grün. Kreis.
Ach, das ist einfach nur grün und rot ergibt gelb. Grün und lila ergibt türkis. Okay. Farbenlehre. Wir laufen mal weiter. Feuerschalen brennen aber alle. Kann ich die? Nein. Kann ich nicht berühren. Oh, es wird dunkel. Achso, wahrscheinlich das nächste Rätsel. Ja. Nein, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder? Okay, wir müssen ein... Oh, wir haben den Schatten. Moment. Hier strahlt's rein. Wo ist der Spiegel? Hier strahlt's rein. Auch kein Spiegel. Übersetzen. Can never through the people to harness the light of Amun-Ra. Sah schon schick aus. So. Goldene Hieroglyphen. Könnte man sich ja in der Wohnung mal gönnen. Hier ist doch. Ha. Einstecken. Ist noch einer irgendwo? Warum ist hier auch ein Strahl? Gut, wir platzieren erstmal den einen. Wozu ist der Strahl da drüben? Moment. Kann ich hier hochspringen? Hopp, hopp. Hopp, nein. Brauche mehr Spiegel. Sarkophag. Was willst du? Ein Spiegel. Jawohl. Greifen wir doch mal zu. Wenn ich dich hier platziere. Kann ich dich auch da drauf richten? Komm, wir müssen noch mehr Spiegel finden. Ah, Moment. Wenn der jetzt da drauf geht, dann können wir mit dem schon mal hier durch. Wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Machen wir mal hier. Und brauchen dann trotzdem noch einen. Hier war... Willst du einen Stein zum Mitnehmen? Nein. Wer sagt's denn? Einstecken. Na. Rot, grün, blau.
sich hier irgendwas verändert? Nein. Die werden da oben verbunden. Grün, rot, weiß. Okay, Moment. Rot und Grün wurden doch zu Gelb, laut meiner Tabelle. Ja. Da oben leuchtet der Punkt Gelb. Müssen wir ihn Gelb ansteuern. Einstecken. Einigermaßen passt es ja. Übersetzen. Many believed it was painted with shadows. Painted Shadows. Wir machen mal erstmal das Licht hier überall an. Wollen wir doch keine ungebetenen Schatten hier haben. So, hier war aber nichts weiter. Hat sich das übersetzt? Auch nicht. This land was once very dull and green. Wahrscheinlich fruchtbar und grün. Oh Gott, rot, grün, rot, gelb. Okay, wir brauchen unbedingt mehr Spiegel. Öffnen. Ist hier etwas drin? Nein. Du siehst aus wie ein Spiegel. Ups, ein bisschen hochgesprungen. Hallo? Du siehst freundlich aus. Einem komme ich doch nicht weiter hier, oder? Kann ich das wegschieben? Nein. Da komme ich nicht hin. Wie? Ich jetzt hier rot. Nicht so schräg schieße. Kann ich den hier oben platzieren?
klein wenig niedriger. Okay, da geht der grüne Strahl schon mal durch. Das ist doch mal nett. Zugreifen. Grün, grün, grün. Wo hatte ich grün nochmal gesehen? Ach, die treffen sich hier. So, damit haben wir gelb. So, und weiter geht es. Noch tiefer. Ich will nach draußen. Okay, gelber Strahl. Ein Prisma. Ein gelber Strahl. Oh, so. Hier könnte ich erstmal jede Menge übersetzen. Can never ordered the construction of this pyramid. Okay. Ich habe schon wieder einen Namen vergessen. Can never. Übersetzen. We wise men altered the we had to think in reverse. Achso, nicht im Strahl stehen. Das Bild haben wir ja schon öfters gesehen hier. Bam. Bam. Rein. Ein Spiegel. Zugreifen. Rot. Moment. Rotieren. Moment. Ah, hab eine Idee. Ich nehme das Ding weg. Okay, ich nehme das Ding von dieser Seite weg und platziere es von dieser Seite. Da ist immer noch Rot auf der falschen. Ah, Moment. Ach, komm. So. Ein bisschen höher vielleicht. So. Rot, rot, rot. Platzieren. Ein wenig höher müssten wir. Moment, was ist das? Keine Ahnung.
Gut, beenden wir hier mal die Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.